7-Eleven, einer der interessantesten Stores auf der ganzen Welt für mich. Ein Erlebnis immer und immer wieder. Ausgefallene Produkte, niedrige Preise, warmes, kaltes, Snacks, Drinks und vieles mehr. Wir haben einmal spezielle Kekse mit Pikachu drauf. Das sieht zwar eher aus wie Pikachu. Einfach ein Schrank mit warmen Getränken, wie in Japan. Auf jeden Fall wirklich warm. Und sowas zum Mittag in Deutschland wäre doch auch einfach super lecker, oder? Und in Asien kann man nicht nur Dinge kaufen, sondern sie auch direkt im Store zubereiten und vor Ort essen. Wie zum Beispiel die schärfsten Nudeln Koreas. Und jetzt schauen wir uns mal um, wie wir die schärfsten Nudeln Koreas machen im 7-Eleven Store. Doch bevor wir uns das hier holen, sollten wir uns erstmal was zu trinken besorgen. Und dafür gibt es auch was sehr, sehr Geiles hier, was ich unbedingt schon mal machen wollte. Was ist der Unterschied zwischen den... Rot und Grün. Excuse me? Ah, okay, ich glaube einmal klein, einmal groß. Das ist big, das ist small, das ist big, right? Ah, hier rot. Big. In dem Moment, in dem ich so runtergegangen bin. Ich habe gedacht, crushed Eis oder Eiswürfel. Big, oder? Ja, safe. Intelligentere Fragen gestellt, auf jeden Fall. Jetzt könnten wir uns entweder hier sowas holen. Schau, das ist so... Das hast du eh schon mal gesehen, oder? Da ist jetzt Eistee drin und den kippst du da rein. Ah, nice. Und der ist von der Menge genau abgestimmt auf den Becher, glaube ich. Das macht Sinn, ja. Welchen willst du? Ich nehme Eistee Lemon. Leute, die Pfirsich-Eistee trinken, verstehe ich nicht. Was ist das? Das sieht mir sehr nach Tee aus. Ist aber geil zum Scharfessen, Bro. Okay. Ja, das ist Mango. Zero Calories auch. Mango oder Apfel? Mango ist, glaube ich, ein bisschen süßer noch. Apfel wird dann so sauer, wenn es schon Zero ist. Welches hast du genommen? Das dann, ne? Ich habe Plum Lemonade. Okay, ich bleib bei meinem Zero. Okay. Weil ich bin Bodybuilder. Problem an diesen ganzen Sachen ist, ich kann nicht wirklich rauslesen. Oh mein Gott. Das war das iPhone. Is it broken? Yeah. Auf jeden Fall kann ich nicht rausfinden, welche die schärfsten sind, weil ich kann kein Koreanisch lesen, ne? Da steht halt Stufe 3. Und hier steht Stufe 4. Damn. Does anyone speak English? Yeah. Yeah? Which one are the spiciest noodles? 그거 제일 힘들었나? 어디 갔어? 이게 제일 힘들었나? These are the spiciest? Maximum? Spicy. But very spicy. Very spicy. Yes? It's more on this one. That's this one. And this? And this? 이게 둘 중에 뭐가 맵냐? 이게 더 매워. 아 근데 아니야 이건 살짝 짬뽕 같아. 매워. 이게 진짜 매워. 이거 별로 안 매워. 근데 이거는 맛있던데? 약간 국물이. 이걸로 하자 그럼. 근데 둘이 너무 다르지 않아? 탕면이랑 그냥. 챔피언. This? This champion. Champion? Spicy yes. Champion. Okay, perfect. Thank you. Wir haben sie. Diese Soße haben wir jetzt auch noch gefunden. Ich habe die auch schon mal im Internet gesehen. Ich glaube, die kann man auf Amazon bestellen. Die gehört auch, wenn man genau schaut, zu dem Kollegen. Jetzt sprühen die sich gegenseitig mit Feuer an. Weißt du, warum die schärfste ist? Hier sind diese drei Zacken. Zu den drei Zacken erklären wir euch gleich, was damit passiert. Ich kann es auch jetzt direkt erklären. Da bleibt kein Suppenwasser drin. Das Suppenwasser kippst du wieder ab und dann machst du die Spices dazu. This with this is spicy popo. Wird nicht im Geldbeutel wehtun, sondern im. Thank you. Nächstes Problem, was wir haben, wir können die Anleitung nicht lesen. Erst Wasser rein, yeah. Abgießen und danach erst die Soßen dazu. Dass du nicht die Soßen wieder abgießt. Yeah. Das kommt vielleicht nicht ins Video. Eigentlich ist mal interessant, was da jetzt so drin liegt. Liegt da jetzt wieder so eine Plastikverpackung eingepackte Nudeln oder sind die Nudeln schon alleine drin? Ich glaube, die Nudeln sind alleine, aber da sind noch zwei Packungen Soßen drin. Schau, wie der recht auf. Hat. Ich glaube, genau so gehört es. Boom. Ja. Also irgendjemand hat, glaube ich, gesagt, da sind zwei Soßen drin und die Nudeln einfach so. Ich schaue jetzt, ob unter den Nudeln noch eine Soße ist. Wie viele Minuten müssen die Nudeln im heißen Wasser sein? Du müsstest doch wissen, du hast hier 6 Monate gelebt. Ich habe nicht einmal sowas gegessen. Warum? Das ist scharf. Okay, wie viele Minuten machen wir? Einfach nach Gefühl? Ich würde sagen, so, ja. Auf jeden Fall gibt es dann hier, was auch untypisch ist für unsere Supermärkte oder Convenience Stores, die wir nicht wirklich haben bei uns in Deutschland, Österreich. Du hast eine Mikrowelle, du hast direkt heißes Wasser. Du kannst dann auch im Anschluss, nachdem du gegessen hast, hier alles entsorgen. Also es ist eigentlich so ein perfekter Mittagspausenspot oder nach der Arbeit oder vor der Arbeit. Boah, das Wasser ist ja richtig heiß. So, die schwimmen lassen.
Wo schütten wir das aber hin, ist die Frage. Ah. Hier rein. Wir haben für alles gesorgt, auf jeden Fall. Oh, hey. Das Fake. Das ist richtig smart. Okay, es ist einfach Nudelsieb in den Mülleimer. Warum tue ich jetzt so, als hätten die Welt neu erfunden? Was soll das? Wo ist mein Handy eigentlich? So, während die Nudeln ziehen, Ladies and Gentlemen, machen wir jetzt ganz kurz unsere Eistees. 7-Eleven Eis. Schmeckt? Knusprig. Looks like. Ich mag eigentlich keine künstlichen Mango-Getränke, nicht so sehr, aber das ist okay. Ja, ist okay. Ist halt ein Zero-Getränk, es schmeckt eh künstlich. Was auch ganz nice ist, also Starbucks-Effekt. For here or for takeaway? Der ist sehr süß, aber ich feiere den. Boah, das ist geil. Die müssen noch ein bisschen sauer sein. Vielleicht ein bisschen Wasser aufgießen, ein bisschen Lemon, dann ist der, ich finde ihn richtig geil. Ich denke, die Dinger sind ready. Und hier seht ihr direkt, der Müll ist da. Und wir haben es entsorgt. Das könnte jetzt auch eine böse Sauerei werden. Mhm. Sind perfekt. Ist auf jeden Fall deine, oder? Es wäre geil, wenn dieses Ding wieder kleben würde. Ja, und jetzt nimmt man die Stäbchen. Dann hat man hier diese drei Löcher, wie so ein Nudelsieb-Effekt. Okay, ich stelle es doch hin. Und dann hier. Vielleicht auch nicht. Was machen wir jetzt? Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Mach's gleich bei den anderen auch. Yeah, yeah. Du hast aber auch daneben gehauen, oder? Ja, die drei bringen gar nichts. Das ist einfach überall reinstecken. Das ist nur eine Markierung. Boah, das funktioniert halt echt. Nee. Ja, das sieht nicht so appetitlich aus, aber ist ja auch egal. Das ist gut. Let's go zu den Soßen. Wir haben einmal diese Soße hier drin gehabt und das ist ein Pulver. Fangen wir an mit dem Pulver. Sesam, Algen, ich glaube, das ist noch gar nichts Scharfes. Das ist nur Gewürz. Anstatt Salz haben sie diese Nori-Blätter rein und Sesame Things. War da noch irgendein Pulver außer Sesam und diese Nori-Blätter? Nee, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, ja, aber ich glaube, dass diese Soße einfach das hier ist. Kann gut sein, ja. Weil die so gut angekommen ist, haben die einfach rausgebracht. Kann sein, ja. Das heißt, wenn wir es noch abspeisen wollen, können wir es abspeisen. Boah, das ist genau die Soße, ja. Wie schätzt du es ein? Mittelscharf. Koreaner können schon sehr scharf essen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sehr scharf ist. Das, by the way, wenn mich nicht alles täuscht, sind es auch Hassos. Gleich viel von dem. 100%. Einfach beide leer gemacht. Es gab ein Jahr, ich weiß nicht, 2022, 2021, wo es sehr viele von diesen Challenges gab auf YouTube, wo die das gegessen haben. Und ich bin mir sicher, die sind nicht so scharf. Die haben das übertrieben. Aber waren das genau die Rahmen, die du auf Challenges gesehen hast, oder? Ja. Die haben immer diese Plastikpackung. Die gibt es auch in kleinen hier. Von der Schärfe riecht es eigentlich ziemlich angenehm. Ich sag auch so, das ist verhältnismäßig zu wenig Soße für mich. Das ist kein Gegner. Nach den Nudeln in Japan sage ich euch ehrlich, das hier ist kein Gegner. Ist auch eine überschaubare Menge. Also wenn das jetzt übertrieben scharf ist, das ist sowas, was man vielleicht, wo man sich noch durchkämpfen kann, weißt du? Ja, ja, ja. Aber so eine Ramenbrühe auszutrinken, die einfach, keine Ahnung, gefüllt flüssige Lava ist, ist was anderes. Vielleicht kommt es auch so ins Video einfach rein. Von 1 bis 10, wie scharf stellst du es ein? 7 ist, glaube ich, realistisch. 7,5 hätte ich gesagt. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr noch Color spielt und so, dass es ein bisschen intensiver ist. Was aber kein Problem ist, wir haben diese Soße. Und wir werden die schärfsten koreanischen Nudeln heute essen. Bon Appetit. Bon Appetit. Einer nimmt voll wenig, Bruder. Jeder nimmt noch mal einen. Meine Lippen brennen ungewöhnlich stark, im Mund nicht so. Bei mir im Mund brennt so ein Lippen gar nicht. So. Was wenig? Haben wir noch ein Getränk? Weißt du, was wir bräuchten? Wir bräuchten so einen halben Deckel. Die riecht sehr synthetisch, gell? Ja, Mann. Mach einfach diesen Cup voll. Ja. Wenn das die Challenge ist, dann ist es wirklich machbar, davon drei Packungen zu essen. Hast du zwei Cups oder einen bei dir? Zwei. Zwei halbe Spaß. Es sieht jetzt schon noch mal anders aus von der Farbe, wenn man jetzt genau schaut. Ich glaube, mehr bringt auch jetzt nichts. Ja. Mehr kann die Nudeln nicht fassen. Ja, ja, ja. Also es schwimmt jetzt schon am Boden ein bisschen los. Das heißt, ja, es sind schon eh eine Sucht ausreden. Jetzt auf jeden Fall schärfer. Es ist schon schärfer. Ich sag mal so, Stabessen ist halt auch immer, sind auch immer zwei Kämpfe. Weißt du, ich meine, selbst wenn es jetzt gut läuft, kann sein, dass später auch läuft. Eine andere Art und Weise. 행복을 만드는
Es ist okay. Es ist okay. Ich sage auch so, es schmeckt jetzt immer noch, oder? Leckere Soße. Das wäre so an der Grenze von dem, wo ich sagen würde, es wird noch einigermaßen Spaß machen, wenn es ein leckeres Essen wäre. So synthetische Schärfe ist halt auch immer. Wir sind gefickt nachher, ich sag's dir jetzt schon. Aber. Problem ist, diese Nudeln, die liegen ja, man schlingt die ja, man schluckt und hat aber noch im Mund. Und die liegen hier, genau hier in dieser Kurve. Und da brennt's jetzt bei mir schon und meine Lippen brennen jetzt böse. Deine? Meine brennen schon die ganze Zeit. So. Schuld ist mein Shirt. Ich sag so, wie es ist. Es ist scharf und für einen durchschnittlichen Scharfesser wäre es heftig. Ich halte es aus, ich schwitze leicht. Es ist minimal, dass ich schwitze. Okay. Eine 7 im Vergleich zu 12, zu denen in Japan. Okay, es wird schlimmer, aber trifft es auf den Punkt. Das ist auf jeden Fall der perfekte Drink. Keine Kohlensäure, ist wie so ein Mangolassi. Ich weiß noch nicht, ob ich sie oft essen sollte. Wir müssen nämlich dabei. Ich esse sie auch nicht. Ich esse sie auch. Das ist das Schärfste, was wir bis jetzt auf Asienreise gegessen haben. Ah. Ja, oder? Abgesehen vom Japan-Rahmen. Ich meine Japan-Rahmen, sondern Asien jetzt hier. Ja, ich glaube schon. Von dem Tipp. Ist schon scharf. Ist schon scharf jetzt. Aber. Es ist leer. Es ist aber scharf jetzt. Ich sag ehrlich, wie es ist. Es ist vielleicht doch eine 9. Es waren auf jeden Fall die schärfsten Nudeln, die wir bis jetzt in Korea gegessen haben oder auf diesem ganzen Trip. Es war lecker. Ohne dem, dass wir dazugegeben hätten, hätte ich es easy aufessen können. Hätte ich nicht geschwitzt, glaube ich. Jetzt war es scharf. Noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, die Lippen sprechen für sich, oder? Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Ich will meinen Drink jetzt wieder, ja. Junge, wenn wir das jetzt hier splashen. Zu late. Es habe mit der Seil nichts zu tun, wenn du mich fragst.